Ich liebe New York, weil die Stadt so vielfältig ist. Du kannst alles fotografieren, von der Stadt bis zur Streetfotografie. Sogar Landschaftsfotografie ist möglich. Also, wie viel Erfahrung hast du? Ich habe noch nie mit einer Spiegelreflex fotografiert. Also, ich freue mich total drauf. Das Coole an New York ist, dass es so viel zu entdecken gibt. Ja. Und es ist immer wieder unterschiedlich. Ja. Es ist wirklich schön, im Brooklyn Bridge Park zu sein, weil man das Gefühl hat, als wären wir außerhalb der Stadt. Wir sehen, wie das Licht auf die Gebäude fällt und sich dadurch tolle Schatten bilden. Ich mag die Bilder, bei denen das Wasser immer so glatt und neblig aussieht. Um das einzufangen, musst du eine richtig lange Belichtungszeit einstellen. Wir haben das Wasser im Vordergrund und werden es ganz weich erscheinen lassen. Fast wie eine Wolke. Wir müssen uns beeilen. Wir wollen vor Sonnenuntergang auf dem Top of the Rock sein. Das wird klasse. Fantastisch. Wir sind endlich oben angekommen. Die Aussicht ist umwerfend. Von hier aus kann man das perfekte Bild der Skyline schießen. Was können wir noch machen? Wir könnten das Zoom-Objektiv nehmen und ein paar architektonische Details einfangen. Das wäre cool. Außerdem können wir mit dieser Kamera ein 4K-Video drehen. Echt? Das sieht echt klasse aus. Super cool. Wir gehen jetzt zur Manhattan Bridge. Das legendäre Bild zwischen den Gebäuden. Ich habe das Gefühl, dass New York der perfekte Spielplatz dafür ist, um herauszufinden, wie Fotografie wirklich funktioniert. Um einen herum passiert ständig irgendwas. Ich habe echt Probleme damit, Leute im manuellen Modus einzufangen, wenn sie sich schnell bewegen. Dafür hat diese Kamera einen wirklich guten Autofokus, der sich auf das Motiv festlegt und es im Fokus behält. Siehst du? Ja. Wenn du auf OK drückst, folgt er ihm und dann... Wow. Jetzt hast du es! Ziemlich cool, oder? Ja. Es ist unglaublich zu sehen, wie sehr sich New York verändert, sobald die Sonne untergeht. Einfach toll, durch die Straßen zu gehen und zu wissen, dass die Leute total cool damit umgehen, wenn man sie fotografiert. Jetzt sind gerade alle Lichter angegangen und die Stadt sieht unfassbar schön aus. Aber welche Einstellung soll ich nehmen, um es festzuhalten? Also die Hauptsache bei Nachtfotografie ist, dass du so viel Licht wie möglich bekommst. Das ist die größte Herausforderung. Aber diese Kamera hat eine wirklich tolle ISO-Leistung. Du kannst ohne Probleme 3200 einstellen. Ich habe so viel auf dieser Reise gelernt. Und ich bin mir sicher, dass ich es jetzt schaffe, die Fotos zu schießen, die ich haben will. Und ich freue mich jetzt schon drauf, auf meinen Reisen in Zukunft mehr zu fotografieren.